Heute bei Wer weiß denn sowas? Johannes B. Kerner im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Oliver Geissen und Elton. Das Moderatoren-Kollegen-Duell, es geht los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. An diesem Freitag, wie immer, Quiz-Doppelpack. Erst, wer weiß denn sowas, dann das Quiz-Duell mit dem Kollegen Jörg Pilawa. Der fehlt hier eigentlich noch. Ja. Vielleicht, Jörg, komm noch mal kurz noch rein, bevor du dann mit deiner eigenen Sendung loslegst. Wir haben heute zwei nette, super nette Kollegen zu Gast. Ja. Das ist Johannes B. Kerner. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja. Und danke für die freundlichen Worte. Und es ist natürlich immer auch eine besondere Herausforderung für uns, auch für unsere Redaktion, da du ja im Quiz durchaus auch schon auffällig geworden bist. Ja. Die eine oder andere Frage selber schon gestellt hast, vielleicht auch das eine oder andere mitgenommen hast, hast. Ein intaktes Kurzzeitgedächtnis. Ja. Und der Umkehrschluss ist, ich weiß nichts, mach was mal ab, aber ich will gewinnen. Das bleibt nicht aus. Ne? Ihr beide, das Team Bonn heute, ne? Ja. Beide in Bonn groß geworden, zur Schule gegangen. Ja, so ich sogar geboren, wenn ich das. Ja. Ich erst mal geguckt, ob es sich lohnt. Warum man sich dann dafür entschieden hat, das ist. Mal gucken, wie das hier mit euch harmoniert. Ach, wir sind sehr gespannt, ja, aber das wird was, ich bin mir sicher. Ja. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß euch beiden, Johannes und Bernhard und Oliver Geissen zusammen mit Elton. Das wäre dann Team Hamburg wahrscheinlich, ja, oder? Das ist Team Hamburg. Ja, Norddeutsch. Ja. Dann steht ja wohl fest, wer heute gewinnt. Was die Fußballliebe betrifft, da seid ihr euch, glaube ich, nicht so ganz einig. Ne? Ja, uneiniger kann man nicht sein. Aber ich bin ja immer der Meinung, Johannes wird das wahrscheinlich auch nachvollziehen können, als Hamburger kann man auch irgendwo mit St. Pauli natürlich sich solidarisieren, genauso wie mit dem HSV. Es ist schwierig. Ich bin eine Rothose, ich bin ein HSV-Fan, aber wenn St. Pauli da irgendwo mal gewinnt, wenn es nicht gegen den HSV ist, alles okay. Ja, und auch, wir können ja auch zwischen HSV und St. Pauli einen gemeinsamen Nenner finden. Ihr seid das Team zweite Liga. Hab schon heute weniger umgebracht. Zweite Liga ist die sympathischere Liga. Ja, total. Natürlich, irgendwie die Liga der Herzen. Irgendwie muss man sich sehr schön reden. Ja? Na denn, ja, Oliver ist im Team mit Elton. Aber gleich was Spannendes zum Anfang. Und wenn es der Olli noch nicht weiß, kann das ja vielleicht demnächst mal in einer Folge der Chartshow aufnehmen. Wussten Sie eigentlich, dass Psychologen herausgefunden haben, dass Lieder, in denen das Wort You vorkommt, kommerziell deutlich erfolgreicher sind? Spannend. Ich glaube, Johannes hat auch schon die erste Frage. die haben das einfach mal untersucht. Also You sorgt für kommerziellen Erfolg. Nein, C noch nicht. Ja? Dann wollen wir mal schauen, wie sich unser virtuelles Publikum heute verteilt hat. Die Menschen, die über die App das Glück hatten, hier im Publikum gewinnberechtigt dabei zu sein. Hinter Bernhard und Johannes sitzen 57 Zuschauer im virtuellen Publikum. Ja, das ist viel. Gut, okay. So. Hinter Olli Geissen und Elton 37. Ja, es wird wieder normal. Ne? Ja. Spiel den. Hat erstmal nichts zu sagen, außer dass Team Bernhard gleich die erste Kategorie auswählen darf. Aber jetzt schauen wir erstmal, welche 12 Kategorien sind im Spiel. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind Wahnsinn des Tages, Clever, Sport, Wie ticken wir, Fragezeichen, Seefahrt, Zahlen bitte, Arbeitsrecht, tierisch, Essen und Trinken, Brisant und total genial. Jede richtige Antwort 500 Euro. Ein Videojoker hat jeder unserer Gäste dabei. Wie wollen wir loslegen? Lass uns doch. Hast du einen Segelschein? Ja. Seefahrt. Oh. Hättest du mal Nein gesagt? Erste Frage. Warum besuchte das Schiff Epos über 50 Jahre lang abgelegene Ortschaften in Norwegen? Schule? A. Es war eine schwimmende Bibliothek. B. An Bord fanden Bingo-Turniere für Senioren statt. Oder C. Das Schiff belieferte die Orte mit Weihnachtsbäumen. Also mein allererster Gedanke war Schule. Dass das, sprich für Bibliothek, meinst du? Da ist die Bibliothek am nächsten dran. Mhm. Dass das wirklich also sehr abgelegene Ortschaften sind, die auch keinen Straßen- oder nur sehr komplizierten Straßenzugang haben, irgendwie am Ende eines Fjordes sitzen. Also ich würde vom Gefühl her, vielleicht dass man negativ rangeht, ich würde B ausschließen. Ja. Ich würde die Senioren
Und jetzt steht ja hier, das Schiff beliefert die Orte mit Weihnachtsbäumen. Aber das heißt, es muss ja nicht nur Weihnachtsbäume liefern. Es könnte ja sein, dass Weihnachtsbäume da auch dabei sind. Ach so. Und in Wirklichkeit, dass irgendein Schiff ist, was halt auch Lebensmittel, Dinge des täglichen Bedarfs und so weiter. Epos. Ah, okay. Epos als Geschichte. Große Geschichts... Jetzt steht's schon... Habe ich schon zwei Argumente für A. Verstehst du? Werde ich mich denn wieder selber den Teufel tun, hier eine abweichende Meinung zu formulieren? Also in dem Fall, ich spüre A. Trotz der Scheibe. Wir nehmen A. A ist eingeloggt. Schauen wir mal, ob ihr mit 500 Euro startet. Das 24 Meter lange Schiff Epos verkehrte von 1963 über 5 Jahrzehnte lang in den Fjorden Norwegens. Mit einem Kapitän, einem Decksmann und 2 Bibliothekaren besuchte es kleine abgelegene Ortschaften und ermöglichte es den Einwohnern, von September bis April eines der rund 6000 Bücher an Bord auszuleihen. Neben vielen literarischen Werken brachte Epos auch Live-Unterhaltung für die Kinder. Total. Das ist schon super. Die ersten 500 Euro, aber auch spannend zu sehen, wie die technische Entwicklung bestimmte tolle Ideen dann irgendwann ein bisschen überflüssig. Gut, technische Entwicklung einerseits, hier hast du einen persönlichen Kontakt. Das da hast stimmt. du mit Menschen geredet, da haben die Kinder gesessen und sich das Kasperltheater da oder die Musikvorführung angeguckt. Ja. Auch wertvoll. Ja. Und wenn sie was haben in Norwegen, dann Weihnachtsbäume, oder? Ja. Das meinst du noch gar nicht liefern. Aus dem Baum. 50.000 direkt hinter dir. Stimmt, stimmt. Ja. Möchtest du Sport? Ja, man weiß ja immer nie, was dahinter Sport. Steckt. Du nimmst Sport? Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Ich habe nur Angst, dass du Johannes das weiß. Der ist ja. Ja, klar, egal. Wo gibt es einen Robin Hood? A. Beim Curling, wenn ein Stein viele gegnerische aussticht. B. Beim Darts, wenn sich ein Pfeil in einen bereits steckenden bohrt. Oder C. Bei der Formel 1, wenn ein Wagen einem anderen Vortritt lässt. Ach ja. Also. Ich will die Tatsache, dass ein Formel-1-Wagen dem anderen Vortritt lässt, widerspricht zu dem, was ich im Fernsehen so erlebe bei der Formel 1. Stallorder? Wie bitte? Stallorder? Auch das wird ja nie gemacht. So, beim Curling, wenn ein Stein viele gegnerische Steine aussticht, ist, ich glaube, also die Idee beim Curling ist ja, den Stein möglichst dicht im Zentrum zu platzieren oder mit einem weiteren Stein die anderen, die an diesem Zentrum liegen, in dem Zentrum liegen, von der gegnerischen Mannschaft wegzustoßen. Viele gegnerische Steine, das ist, klingt sehr schwammig, also wenn 2, 3 gegnerische Steine, dann ist es eine bestimmte sportliche Aktion. Es klingt mir falsch. Ah. Ich glaube, wenn du dich an den Zeichentrickfilm Robin Hood erinnerst, da schießt er mit Verkleidung und schießt seinen zweiten Pfeil in den ersten Pfeil in der Mitte rein und gewinnt dadurch, wenn ich es richtig erinnere, dieses Turnier. Und das kann beim Dart auch passieren. Und es gibt diese Szene bei Robin Hood, wo er in diesen Pfeil reinschießt und der geht dann so auf, der Pfeil. Mein Gefühl sagt mir B. Wie soll das, was meinst du? Ganz blöde, wie soll das technisch möglich sein? Also, beim Pfeil ist es so, der hat den Pfeil ja auch gespalten, der war dann kaputt. Und hier heißt es ja, der steckt hinten mit drin. Allerdings. Ja, okay. Das halte ich für sehr... Was sagt dein Gefühl? Mein Gefühl sagt tatsächlich eher A, wobei ich mich auch noch nicht so ganz genau sicher bin, was das mit Robin Hood zu tun hat. Aber es kann ja auch sein, dass die beiden Steine relativ gut zum Mittelpunkt stehen. Und der spielt jetzt den einen an und schießt den anderen auch aus. Und dann hast du 2 Steine ausgestorben oder wieder rausgeschossen. Wollen wir uns auf dein Bauchgefühl verlassen? Dann haben wir die größte Chance. Ja, sagen wir so, C schließen wir schon mal beide aus. Ja. Okay, das ist mal schon mal eins raus. B halte ich, wie gesagt, also es kann natürlich sein, dass es dieses unmögliche Verfahren, also dass es gibt. Und wenn, warum beim Dart und nicht beim Bogenschießen? Wenn Sie brauchen eine Entscheidung. Darf ich A riskieren für die erste Frage? Und dann hast du ein gutes Gefühl, wenn es B ist. So machen wir das. A. Okay, dann nehmen wir A. Okay, das ist so. Vielleicht ist es ja doch C, das ist eh egal. Dass die Figur des Robin Hood auch im Sport auftaucht, geht zurück auf seine angeblich hervorragenden Fähigkeiten als Bogenschütze. So soll Robin Hood gar einen Pfeil mit einem zweiten gespalten haben.
Bringt heute ein Athlet im Darts das Kunststück fertig und sein geworfener Pfeil bohrt sich in einen bereits in der Zielscheibe steckenden, wird dieser Wurf Robin Hood genannt. Punkte werden so übrigens nicht erzielt, denn laut Regelwerk zählen nur Pfeile, die direkt in der Zielscheibe stecken. Aber hat auch keiner irgendwie angesprochen von uns beiden, weißt du, dass der Pfeil ich gebe wirklich ungern den Besserwisser hier in der Sendung, aber nach der Geschichte, die er erzählt hat, dass Robin Hood den Pfeil in den anderen geschossen hat. Hätte ich deswegen immer ein Lob an die Redaktion, die wollen uns ja dahin führen, weil ich ja auch diese Geschichte kenne. Ich dachte nur, technisch ist es halt nicht möglich. Ja. Hätte ich auch nicht. Aber das ist gut, eigentlich ist es gut. Bleibt bei 0 Euro. Ja, für euch ist gut. Ihr könnt euch ein Stück absetzen. Wir würden noch was warten, bevor wir uns freuen. So. Überleg dir was. Arbeitsrecht. Das ist ein... Naja, wenn du nicht mit Johannes abgesprochen gewesen. Ich gebe dir mir den Eindruck gibst, dass ich gefragt werde. Ich habe dich gefragt, dann sagst du, überleg dir was, dann habe ich entschieden. Kai, wir möchten Arbeitsrecht. Ja, sehr gerne. Wenn ein Angestellter, Angestellter in Teilzeit regelmäßig und über längere Zeit vom Chef angeordnete Überstunden macht, A, tritt er automatisch in eine Vollzeitbeschäftigung über, B, muss sein Gehalt um 5% erhöht werden oder C, muss er die Überstunden im Homeoffice machen dürfen. Gut, das ist natürlich jetzt schwer, weil alles, was mit Homeoffice zu tun hat, da gibt es ja noch keine richterlichen Entscheidungen und da gibt es noch keine langen Prozesse. Dann ist es ja nicht schwer, dann fällt ja C aus. Ja, so, das meine ich. Also, ja, genau. deshalb würde ich C eher wegnehmen, weil, weil er muss, und das klingt ja wie verordnungsmäßig oder gesetzesmäßig da oben, dann muss er... ich glaube, dass es so ist, es gibt ja auch diese Geschichte, wenn Leute freiberuflich beschäftigt sind und dann immer wieder freiberufliche Verträge, dass diese Kettenvertragssituation, dass man daraus den Anspruch einer Festanstellung ableiten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass A richtig ist. Also ich meine, wir können auf allem anderen nochmal rumdenken. Ich kenne jemanden und diese Person erzählte mir von dem Problem, sie würde gerne längere Zeit, hätte viele Überstunden, aber dann dürfte sie nicht mehr, weil dann wäre das auf einmal, wäre sie Vollzeit oder irgendwas. Dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Ich bin da voll bei dir. Okay. Warum soll es um 5% erhöht werden? Weil die Menge der Überstunden ist ja gar nicht definiert. Genau. Dann müsst ihr ja bei so und so viel Überstunden 5%, bei so und so viel 10%. Also du bist für A, ich stelle mich mit A dagegen. Okay, also hier totaler Distanz. A im Streit. Euer A. Machen Angestellte, die in Teilzeit arbeiten, auf Wunsch des Chefs regelmäßig und über längere Zeit Überstunden, kann das gravierende Folgen haben. Gemäß eines Urteils des Landesarbeitsgerichts Hamm und § 4 Absatz 1a des Entgeltfortzahlungsgesetzes vollziehen Arbeitnehmer und Arbeitgeber damit eine stillschweigende Änderung des Arbeitsvertrags und die Teilzeitbeschäftigung geht automatisch in eine Vollzeitbeschäftigung über. Dies kann nur einvernehmlich zurückgenommen werden. Möchte der Angestellte das nicht, muss der Arbeitgeber ihn Vollzeit arbeiten lassen oder den Vertrag mit einer Änderungskündigung zurückstufen. Damit sind Sie jetzt arbeitsrechtlich auf dem neuesten Stand. Ihr habt einen neuen Kontostand, 1.000 Euro. Haben wir auch, oder? Fast. Euch fehlt noch eine 1 und 2 Nullen. So, ich war eben blöd mit dem Auswählen. Jetzt kannst du gerne... Also, da ich ja mit dir spiele, glaube ich, haben wir eine gute Chance bei Essen und Trinken. Wir nehmen Essen und Trinken mit. Was unterscheidet laut Kakaoverordnung Kuvertüre von Schokolade? A. Sie enthält mindestens 31% Kakaobutter. B. Ihr wird 0,01% Salz beigemischt. Oder C. Sie enthält weniger als 10 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Kuvertüre, das ist, glaube ich, das, was immer genommen wird, wenn es darum geht, die Schokolade flüssig über etwas herüberzugeben. Meistens über etwas Gebackenem. Ich würde B erstmal ausschließen. Nein. Ja, da bin ich bei dir, würde ich auch sagen. So, enthält mindestens 31, also das kann natürlich sein, dass das butterfettiger ist wegen des Schmelzfaktors. Hat dann richtig, genau, einen anderen Schmelzfaktor. Deswegen, also A finde ich schon ganz sexy. Sie enthält weniger als 10 Gramm Zucker pro 100 Gramm. Das, Ich meine aber, dass es auch Schokolade gibt, die weniger als 10 Gramm Zucker. Also es,
hier steht ja definitiv der Unterschied. Und da passt eher A hin. Und das passt auch zu deiner Erklärung mit dem Schmelzpunkt. Ja. Wollen wir A nehmen? Ja? Ja. Okay. Wir nehmen A. Zwei Stühle. Zumindest sind wir uns einig. Ja. Wir nehmen A und du schüttelst den Kopf. Du weißt schon, hast aber keinen Comic oder so dazu gesehen? Nein. Das war aber gut. Das war super. Das war richtig damals. Kuvertüre eignet sich besonders zum Überziehen von Gebäck und Pralinen. Sie besteht wie Schokolade aus Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker. Laut Kakaoverordnung muss Schokolade aber nur mindestens 18% Kakaobutter enthalten, während Kuvertüre mindestens 31% enthält. Das Pflanzenfett beeinflusst Aroma und Glanz der Glasur. Außerdem ist Kuvertüre durch den höheren Fettgehalt nach dem Schmelzen flüssiger und lässt sich gleichmäßiger verarbeiten. So. Jetzt seid ihr in der Spur im Spiel. Die ersten 500 Euro. Tja, wir könnten jetzt mal so auch bei den Haushaltstipps bleiben. Bernhard möchte brisant. Ja, ich möchte brisant. Hm? Weiß er das schon? Das ist eine Kategorie, die ich glaube ich noch nie gewählt habe. Aus Warum Gründen. Wurde die Schauspielerin Ach so. Alexis Bledel 2019 zum gefährlichsten Promi der USA gekürt? Okay. A. Ihr Name führte im Netz am häufigsten zu riskanten Webinhalten. B. Sie wurde wegen unbezahlter Strafzettel von der Polizei gesucht. Oder C. Ihre Rollen stifteten Jugendliche zu leichtsinnigen Handlungen an. Okay. Also unbezahlte Strafzettel, selbst wenn sie in einer gewissen Häufung, würde ich jetzt sagen, bist du nicht gefährlichster Promi. Ja. Ihr Name führte im Netz am häufigsten zu riskanten Webinhalten. Ja. Also das kann sein, die hat einen Namen, der klingt so ähnlich wie und deshalb landet man auf der falschen Seite. Ja, dass sie das... Sag mal die... Man hat die gegoogelt, okay. Und dann klickt man das an und dann landet man halt bei irgendwelchen... Bledel by Blade irgendwas. Ja, ich würde gar nicht mal... Ich kann mir sogar vorstellen, aber vielleicht, dass unter ihrem Namen Phishing-Software oder Phishing-Seiten aufgetaucht sind. Also es nicht zwingend... Ale, Bier... Ach, du meinst, dass man den, wenn man den falsch geschrieben hat? Ja, also ich gehe jetzt einfach den Namen Alexis. Ja. Ihre Rollen stifteten Jugendliche zu leichtsinnigen Handlungen an. Okay, das heißt, sie macht irgendwas wie diese Verrücktheiten, S-Bahn-Surfen, Planking auf Hochhäusern und so weiter. Aber dass sie das als Fernsehrolle in der neuen Serie, die S-Bahn-Surferin... Weiß ich nicht. Das, also das wäre, so wenn ich mir dann überlege, was der Tom Cruise alles gemacht hat... Ich meine, wie sagt man so schön, je mehr Tom Cruise im Film, desto weniger Physik. Und dass man das dann nachmacht, oder bei hier die ganzen Autofilme. Okay, ja, dann. Aber dein Joker ist nicht zufällig. Ach so, stopp, das ist eine gute Idee. Das ist überhaupt eine Idee. Ah, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass wir einen Joker haben. Wer ist das denn? Mein Telefonjoker ist Laura von Torra. Guckt die so Serien? Also ich meine, wir schließen doch eh schon. Kurz mal, wenn du jetzt gesagt hast, ja, ach klar, die kennt die. Aber wenn du sagst, da ist eine Restwahrscheinlichkeit, die haben wir auch. Ja, das stimmt. Aber ich würde gerne Laura sehen, aber gut. Die siehst du auf jeden Fall. Okay, gut. Dann würde ich jetzt übernehmen. Ich bin ja nicht beratungsresistent. Mal wieder A. Schon wieder A. Oh, das macht mich jetzt stutzig. Mich allerdings auch. Die US-amerikanische Schauspielerin Alexis Bledel spielt seit 2017 die Rolle der Desglin in der Fernsehserie The Handmaid's Tale, der Report der Magd. Bledel erzeugte im Internet großes Interesse, was von Cyberkriminellen ausgenutzt wurde. Laut Angaben eines Softwareherstellers führte die Internetsuche nach ihrem Namen 2019 in den USA häufiger als jeder andere Prominame zu riskanten Webinhalten, die den PC mit Viren infizieren könnten. Die gefährlichsten Promis für Suchanfragen aus Deutschland sind übrigens Game of Thrones-Darstellerin Emilia Clarke und die Moderatorin Heidi Klum. Aber was für gefährliche Inhalte weiß man nicht, oder? Nee, das ist ja egal, weil es wird ja einfach verlinkt, weißt du? Also, ihr seid bei 1500 Euro. Ich bin so ein bisschen für Wahnsinn des Tages, das kann man sich herleiten. Ja, gut. Wahnsinn des Tages. Warum dürfen Anwohner eines Neubaugebiets in Hürth bis 2028 die Zufahrt zu der angrenzenden Umgehungsstraße nicht nutzen? Weil hier das Dschungel dabei. A. Die Fahrbahnlinien entsprechen nicht dem DIN-Standard. B.
B, die Straße bekam aus Versehen eine Querneigung von 22%. Oder C, die Stadt müsste sonst Fördergelder zurückzahlen. Also das kann doch eigentlich nur C sein, das sage ich mal relativ schnell. Weil es geht ja bis 2028. Die könnte man beheben, das vor 28. A und B könnte man beheben. Und ich glaube, die in Hürth arbeiten nicht so langsam wie Berliner Flughafen. Und deswegen glaube ich, auf alle Fälle arbeiten sie besser. Dass 2028 dieser Vertrag oder dieses Fördergeld abläuft und dann ist egal. Finde ich ein gutes Argument. Wir nehmen C. Nehmen wir C. Ja. Ja, so Fördergelder sind manchmal an die wildesten Bedingungen geknüpft. Eine Neubausiedlung in Hürth bei Köln sollte direkt von der angrenzenden Umgehungsstraße zugänglich sein. Doch diese Zufahrt ist bis 2028 durch eine Schranke blockiert. Der Grund ist skurril. Als die Umgehungsstraße vor rund 20 Jahren gebaut wurde, bekam die Stadt Hürth 4 Millionen Euro Unterstützung von der Bezirksregierung Köln. Der Haken? Die Umgehungsstraße wurde mit Fördermitteln ausschließlich mit dem Zweck Umgehung gebaut. Es waren keine direkten Zufahrten in Wohngebiete vorgesehen. Während die eine Zufahrt gebilligt wurde, wurde die zweite Zufahrt bis 2028 gesperrt, bis die Zweckbindung offiziell ausläuft. Andernfalls müssten die Fördergelder zurückgezahlt werden. Ja, ja. Sehr gut. Das war beinahe. Vielleicht könnten die Leute, die da wohnen, ja zusammenlegen. Ja, würde wahrscheinlich nicht reichen. Oh, okay. 1.000 Euro sind es jetzt. Wahnsinn. Wie geht's weiter? Das ist wirklich verrückt. Wild, ne? Das ist wirklich verrückt. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Oder wir können es ja diskutieren. Ich würde sagen, wir sollten mal entweder clever nehmen, in der Hoffnung, dass ein wenig von dem Titel auf unser Antlitz abstrahlt, oder total genial. Ja, dann nehmen wir lieber total genial. Okay, bitte sehr. Das ist total egal. Das ist total egal. Wie sollte Fleisch am besten aufgetaut werden, damit es saftig bleibt? A. In lauwarmem Wasser in einer abgedeckten Keramikschüssel. B. Auf einem Gitter abgedeckt im Kühlschrank. Oder C. In einem Gefrierbeutel bei Zimmertemperatur. Der Gefrierbeutel verliert ja die Magie seines Namens in dem Moment, wo er bei Zimmertemperatur ist, oder? Ja, aber da geht es um die luftdichte Verpackung. Das Fleisch befindet sich noch im Gefrierbeutel, als er seine ursprüngliche Funktion hatte. Es kommt aus dem Eis, genau. Genau, jetzt holt man den aus dem Gefrierfach raus und lässt ihn quasi einfach da liegen im Beutel. Das ist die Idee von C. Ja, okay. Also ein Stück Fleisch. Ich stelle mir so ein Filet oder ein Entrecôte oder was auch immer vor, das ist im Eis und liegt im lauwarmen Wasser. Das ist irgendwie keine schöne Vorstellung. Also ich selber würde, so haben wir das immer gemacht, wenn wir Fleisch, gefrorenes Fleisch, das immer im Kühlschrank auftauen. Eben. So. Und das ist ja B. B? Ja. B. Es kann. Ausgerechnet jetzt seid ihr weg von eurem A. Ja, okay. Damit tiefgefrorenes Fleisch saftig bleibt, sollte es am besten auf ein Gitter mit einem Teller gelegt und über mehrere Stunden im Kühlschrank langsam aufgetaut werden. Das Gitter verhindert, dass das Fleisch in der Tauflüssigkeit liegt. Damit es keine anderen Gerüche aus dem Kühlschrank annimmt, sollte es zudem abgedeckt werden. Durch das langsame Auftauen bei niedriger Temperatur verliert das Fleisch nur wenig Flüssigkeit und die saftige Konsistenz bleibt erhalten. Come on. Na ja, man muss ja auch mal durch schwierige Situationen durchbeißen. 2.000 Euro. Super. Ranbleiben. Komm, ihr macht's dafür jetzt wieder. Ihr macht's wieder ganz schnell. Immer clever. Ja? Ja, so ähnlich. Handelsübliche Schnittblumen sollten im Gegensatz zu wildwachsenden Schnittblumen A. nicht zu Trockenblumen verarbeitet werden. B. Mit kalkhaltigem Wasser versorgt werden oder C. nicht kompostiert werden. Ich kann mir da wieder C ein bisschen vorstellen, weil natürlich wild wachsende Schnittblumen sind schon auf jeden Fall Natur. Und es kann vielleicht sein, dass handelsübliche Schnittblumen, die so bei in Supermärkten angeboten sind, dass die halt entweder zuchtmäßig oder auch spritzmäßig, keine Ahnung. Dass man sie nicht kompostieren kann, meinst du? Dass man die nicht kompostieren sollte. Ja. Also, warum sollten Schnittblumen nicht zu Trockenblumen verarbeitet werden? Was ist da? Die trocknen doch trotzdem. Auch da würdest du dann natürlich die Pestizide und sowas irgendwo noch freisetzen. Bei dir im Haus haben, die ganze Zeit. Okay.
Also kalkhaltiges Wasser würde ich auch rausnehmen, B. Wüsste das dein Joker? Schwer vorstellbar. Ich frage ja nur mal. Wer ist es denn? Ist es mein Freund Max geworden. Okay. Handelsübliche Schnittblumen sollten nicht so zu Trockenblumen verarbeitet werden. Wachsende Schnittblumen. Wofür wollt ihr euch entscheiden? Machen wir C, oder? C. Ja, C. C. Ist fast schade, aber Trockenblumen sind ein bisschen aus der Mode gekommen, das stimmt. Auch bei guter Pflege verwelkt ein Strauß Schnittblumen nach einigen Tagen. Während wild wachsende Blumen kleingeschnitten gut und schnell kompostieren, sollten im Handel gekaufte Schnittblumen lieber nicht auf den Komposthaufen geworfen werden. Diese Blumen enthalten oft Pestizide, die während des Verrottungsprozesses nicht abgebaut werden und so auch pflanzenschädigend wirken können. Also, war jetzt gar nicht so verkehrt. Haben wir gut gemacht. Lag ein bisschen auf der Hand. 1500 Euro sind's. Ihr bleibt dran. Leicht, ne? Wir haben noch, wie ticken wir? Fragezeichen, Zahlen bitte und tierisch. Das Publikum war ganz wir? Zahlen bitte. Das, aber wir waren schneller als ihr. Ja. Tierisch oder Fragezeichen? Tierisch. Vielleicht eine Fleischfrage. Welches Verhalten konnte bei Kegelrobbenmännchen während der Paarungszeit in freier Wildbahn beobachtet werden? Das weiß Johannes. Das A. Sie erzeugen unter Wasser ein lautes Knallen mit ihren Flossen. B. Sie drücken ihre Nase in den Meeresboden. Oder C. Sie jonglieren an Land mit Muscheln und Steinchen. Also während der Paarungszeit geht es ja darum, Aufmerksamkeit zu erlangen, damit sie ins Rennen kommen. Wo treffen die Weibchen? Ich glaube nicht am Meeresboden. Nee, nicht am... Und wie? Das andere ist mir auch zu sehr Zirkus. Also erstes Gefühl A. Aber das hätte man doch schon mal gehört. Deshalb, ich war zuerst bei Meeresboden. Die sind ja manchmal auch, wenn Ebbe ist. Aber wie doof ist das denn, wenn du was von dem Weibchen willst? Oder du meinst... Naja, du kannst dem Weibchen sagen, ganz ehrlich, ich kann bis runtertauchen. Wie tief ist da, wo Robben sind, wie tief ist dann da der Meeresboden? Naja, das ist die Nordsee. Ja, Nordsee. 50 Meter, sowas. Oder weniger noch. Da meinst du, da kommen wir schnell hin. Ja, sowas. Also ich würde C ausschließen. Du willst B, dann... Ich werde doch um Himmels Willen hier nichts gegen den Team-Captain votieren. B? Aber ich bin schon lange nicht mehr so überzeugt, wie ich es vorhin war. Okay, komm. B. Bernhard möchte B, dann B. soll er haben, was er möchte. Ja. Und wir klären das hier jetzt. Kegelrobben gelten als mitteilungsfreudige Tiere. Forscher aus Großbritannien haben nun anhand von Videoaufnahmen im Jahr 2020 eine bisher unbekannte Form der Kommunikation nachgewiesen. Kegelrobbenmännchen klatschen während der Paarungszeit unter Wasser mit ihren Flossen und erzeugen so ein lautes, weithin hörbares Knallen. Den Forschern zufolge handelt es sich vermutlich um Imponiergehabe innerhalb kleiner Gruppen, um Rivalen zu übertrumpfen und um potenzielle Partnerinnen anzulocken. Aber wir hatten es mit dem Rennen. Johannes, du musst dich mehr durchsetzen. Ja, das ist die Rampe für die nächste Frage und da stellt sich dann runter. Ja, und es war natürlich wieder A. Ja, einer richtig. Es bleibt bei 2000 Euro und ihr könnt ausgleichen. Wir steuern auf ein sehr spannendes Finale. Was ticken wir? Das ist Psychologie. Kann man vielleicht... Machen wir. Finde ich gut. Ja, was ticken wir, nehmen wir? Was ticken wir los? Der Benjamin Franklin-Effekt besagt, dass wir von einer Person als sympathischer wahrgenommen werden, wenn A. wir uns in der Vergangenheit mit der Person gestritten haben, B. die Person weiß, dass sie uns bald nicht mehr sehen wird, oder C, wir sie erfolgreich um einen persönlichen Gefallen gebeten haben. Also, dass wir von einer Person also wahrgenommen werden? Also, wenn die Person weiß, wenn ich weiß, ich sehe dich zum letzten Mal, weil du danach deine Weltreise machst, wir gehen ja nicht vom Schlimmsten aus, sondern eine Weltreise und du bist erstmal lange weg, wir sehen uns nie wieder. Würde ich alle schönen Momente bei mir im Herzen tragen, wenn ich dann mit dir spreche und wahrscheinlich vielleicht fröhlicher und freundlicher und was steht da, sympathischer würdest du mich wahrnehmen. Ganz heißer Kandidat B. Wir sie erfolgreich um einen persönlichen Gefallen gebeten haben. Ja, das ist so einfach, ne? Wenn ich frage, kannst du für mich mal eben das Auto holen? Dann holst du für mich das Auto, dann ist doch logisch, dass du sympathisch bist, weil du für mich das Auto geholt hast. Ja. Ich kann mir aber leider sogar A vorstellen, dass wir uns richtig gestritten haben und danach uns versöhnt haben beim Bierchen. Das steht hier nicht.
steht nur, wir uns in der Vergangenheit mit der Person gestritten haben. So, wir haben uns gestritten und sehen uns dann auch wieder. Da steht nicht, dass wir uns wieder vertragen haben. Ja gut, ich, ja. Okay. Ich würde ja auch nach dem Streit, warum sollte ich sympathischer wahrnehmen, wenn wir uns den Kopf eingehauen haben? Wir müssen das, glaube ich, nochmal lesen. Also, dass wir von einer Person sympathischer wahrgenommen werden, wenn wir sie erfolgreich und also, dann genau. Bist, du fragst mich, kannst du das Auto holen? Und dann finde und du hol ich hol das Auto und dann finde ich dich sympathischer. So verstehe ich jetzt auf einmal diese Frage. Oder? Also, dass ich eine Person sympathischer finde, wenn ich sie erfolgreich... Nein, nein, dass wir von einer Person als sympathischer wahrgenommen werden. Ja. Nicht, dass du sie sympathischer findest. Eben. Also ist C genau umgekehrt. Du holst also, mir das Auto ja. Und du findest mich dann super, weil du mein Auto geholt hast. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Bin im B. Bin im B. Alles klar, könnt ihr mir trotzdem einen Gefallen tun? Ja. Aber pass auf, scheiße, das ist doch C. Weil Gründervater Benjamin Franklin wollte einst einen Mann für sich gewinnen, der ihn eigentlich nicht mochte. Also bat er ihn freundlich, ihm ein Buch auszuleihen, ihm also einen persönlichen Gefallen zu tun. Der Mann erfüllte ihm den Wunsch und war ihm danach wohlgesonnen. Erklärt wird das Phänomen damit, dass das Gehirn versucht, Widersprüche auszuräumen. Vereinfacht gesagt wäre es nicht rational, jemandem einen Gefallen zu tun, den man unsympathisch findet. Also findet man ihn sympathisch. Mmh. Ah. Bisschen vergeigt. Bleibt ja. Bei 1.500 Euro. Wir haben noch Fragezeichen, Zahlen bitte. Ich habe nicht genau lesen können, was auf dem Buchtitel stand. Kai Pflaume, mein Leben als... Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz gelesen. Okay. Ich habe auch gerade geguckt. Wir nehmen das Ausrufezeichen. Folgendes. Was ziert einen 4.000 Jahre alten Tonkrug, den Archäologen 2017 nahe der syrischen Grenze ausgruben? Handy oder sowas. A. Inschrift LOL. B. Figur mit Inline-Skates oder C. lächelnder Smiley. Made in China. Ja, genau, Made in China. Also, LOL wird heute mit Laughing Out Loud, aber es also, ist... Also, der Witz ist natürlich, dass es wahrscheinlich nicht das bedeutet, ist, was wir heute hatten. Vielleicht sogar Zahlen sind und in Wirklichkeit genau. Anders geschrieben und so. IOI oder und dann noch Striche noch drunter oder so. Ziert. Würde ich bei der... Ah, das ist eine gute Idee. Ob es einfach aussieht so. Wie ein Haus. Ich glaube, das LOL umgedreht aussieht wie Inline-Skates, aber es war nicht so. Inline-Skates. Auch da, wir reden Rollen. Jetzt nicht von den wunderschönen Kugeln. Schon klar. Aber Rollen, aber allein, Rollen auf Rollen transportiert wird, das hat man schon. Immer die Hölzer drunter gelegt, um schwere Gegenstände vorwärts genau, zu bringen. Aber gibt es das im Schuh, also als Schuhelement? Ja, da irgendwas unter den Füßen. Oder sieht es nur sein. So aus? Ne? Das kann ja auch sein, dass das... Ja, ja. Ein lächelnder Smiley, das kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, fast zu simpel. Ja, weil das ist halt, das lächelndes ist halt auch Gesicht, gemacht das kann ich mir schon Ecke, vorstellen. Ne, dass die Grabmalerei irgendwas, ne? Oder auf dem Tonkrug. Ja, ja. Das ja. Halte ich für denkbar. Also. Bist du, einfach dein Gefühl sagt auch eher 10. So, jetzt hätten wir natürlich ja, dein, es ist aber so ganz einfach. Die letzte Frage, ne? Wir kommen jetzt sowieso zu wir Laura, würden auf jeden Fall den Joker anrufen. Ah, okay, natürlich. So. Und okay. Dann haben wir vielleicht noch eine, wir sind eher für 10, ne? Ich habe eine Restsympathie für LOL. Okay, also ich bin bei allem, hallo, sogar Laura. Bei B dabei. Guten Tag! Guten Tag. Ja, ja, genau. Hallo! Moin, Lara. Wobei stören wir gerade? Ich trinke gerade einen gemütlichen Kaffee aus. Darf man das in Hamburg zeigen? Natürlich. Wir sind bei dieser Beteiligung heute für jede Form von erster Liga dankbar. Echt? Was ist da los? Laura. In der Sendung anruft, dann habe ich kein gutes Gefühl. Ja, es ist die letzte Frage übrig geblieben. Es ist das Fragezeichen und ich, die Frage... Entschuldige mich für alles vorher schon. Ja. Die Frage lautet, pass mal auf, ich lese mal die Frage vor, dann reden wir weiter. Was ziert einen 4000 Jahre alten Tonkrug, den Archäologen 2017 nahe der syrischen Grenze ausgruben? A. Inschrift LOL. B. Figur mit Inline-Skates oder C. lächelnder Smiley.
Ich würde sagen, ich habe keinen blassen Schimmer. Vielen Dank, dass ich diesen Telefon-Joker abbekommen habe, Johannes. Dafür gibt es eine Revanche. Ja, kein Problem, ich bin dabei. Aber ich finde einfach, der Smiley, das wäre doch total nett. Und okay, wenn daraus irgendwie heutzutage die Emojis, die wir alle kennen, entstanden sind, wäre das so eine schöne Geschichte. Sehr gut. Und wenn es nicht stimmt, war schön, euch zu sehen. Ja. Ja. Ja, bleibt dran, Laura. Wir lösen das jetzt ja direkt auf und gucken, ob es richtig ist. Na? Okay, ich bin bereit. Yo. In der türkischen Stadt Karkamış grub im Sommer 2017 ein italienisches Forscherteam einen fast 4000 Jahre alten Tonkrug aus der Hittiterzeit aus. Auf dem Tonkrug war eine überraschende Verzierung zu erkennen. Zwei Augen und ein gebogener Mund. Die Archäologen interpretierten den Fund als den ältesten Smiley der Welt. Laut dem Archäologen Professor Niccolo Marchetti diente das Gefäß zum Trinken von Fruchtsäften. Laura, danke, danke, danke. Dass, ja, du mit deinem, dass du mit deinem breiten Wissen der syrisch-türkischen Archäologie uns. Danke, ja, danke, danke. Bei Bedarf gibt es auch ein lächelndes Pflaumoji, wenn du es mal brauchst. Ja. Ja? Oh, ja, ja. Vielen Dank dafür. Ja, 2500 Euro bei den beiden. Tschüss, mach's gut, Laura. Ciao. Das war nicht unwichtig, ne? Sehr gut war das. So, wir haben noch eine Frage. Zahlen bitte. Zahlen bitte. Ja, okay. Die können wir nicht mal einholen können. Rund jeder 10. Bundesbürger A. geht nicht regelmäßig zum Zahnarzt, B. nimmt im Lokal eine Wartezeit von einer Stunde aufs Essen hin oder C. treibt lediglich einmal im Monat in der Freizeit Sport. Boah. Wie gesagt, eher eine Schätzfrage. Glaubst du, dass jeder 10. Bundesbürger tatsächlich einmal im Monat in der Freizeit Sport macht? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die machen seit Jahren keinen Sport. Ja, jeder 10. ist nun nicht wirklich viel. Geht nicht regelmäßig zum Zahnarzt. Ich glaube leider, das sind sogar mehr als jeder 10. A, würde ich auch tatsächlich mal sagen, fällt weg. So, und wie haben Sie das gemessen, dass man eine Wartezeit von einer Stunde aufs Essen hinnimmt? Also das muss ja auch irgendwo so ein bisschen repräsentativ sein. Aber da fragst du die Leute, warten sie länger als eine Stunde beim Essen? Dann sagst du, boah, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, wie lange das letztes Mal gedauert hat. Aber eine Stunde ist schon sehr lang, aufs Essen zu warten, oder? Ja. Das ist schon eigentlich so, dass man sagt, nee, komm, ich habe gar keinen Hunger mehr. Aber ich sag nochmal, jeder 10. ist auch relativ, ist gar nicht in Anführungszeichen so viel. Wir würden sowieso Max fragen jetzt, oder? Ja, ja, wir rufen Max an. Dann rufen wir jetzt Max an. Rufen Max an. Essen ist ein gutes Thema. Soll der das entscheiden? Ja. Den schwarzen Peter mal kurz weggeschoben. Warte. Ah ja! Hallo Max! Hallo! Hallo! Max! Ja, die beiden haben 1.500 Euro gespielt. Die letzte Frage. Und wir brauchen deine Unterstützung, Max. Ich lese mal die Frage, ich lese mal die Frage vor. Pass auf, hoffentlich. Wäre wichtig. Rund jeder 10. Bundesbürger A. geht nicht regelmäßig zum Zahnarzt. B. nimmt im Lokal eine Wartezeit von einer Stunde aufs Essen hin. Oder C. treibt lediglich einmal im Monat in der Freizeit Sport. Was erscheint dir am wahrscheinlichsten? Meine Einschätzung wäre A. Die Geschichte mit dem Zahnarzt. Ja. Okay. Ja. Es ist ja am Ende deine Entscheidung, Max. Du bist der Joker. Das ist die Verantwortung, die du hast. Ja, also wenn du... Ich bin anderer Meinung. Du willst das mit dem Essen oder mit dem Lokal? Also also wir bleiben jetzt gerne beim A. Würde A sagen. Ja. Ja. Ich würde sagen, C, es machen mehr. Also rund jeder, sage ich mal, jeder 5. macht mindestens einmal im Monat Sport, gehe ich fest von aus. Und ich glaube, dass auch viel mehr regelmäßig zum Zahnarzt gehen, allein wegen Versicherungsgeschichte. Jeder 10. Bundesbürger, was ist denn das, 800.000? Du meinst, jeder 5. macht. Aber Max, in dem A, du musst entscheiden. Es ist alles gut. Alles, es ist alles gut. A ist Max bleibt bei A. Und okay, wir schauen, sein. Wir schauen gemeinsam. Dankeschön, Max. Max, bleib dran. Bleib dran. Wir schauen gemeinsam, ob das richtig ist. Ein regelmäßiger Zahnarztbesuch ist wichtig, um Zahn- bzw. Zahnfleischprobleme frühzeitig zu erkennen. Bei einer 2020 hierzulande durchgeführten repräsentativen Umfrage kam heraus, dass 45% der befragten Bundesbürger einmal im Jahr beim Zahnarzt vorbeischauen.
Jeder Zehnte dagegen gab an, nicht regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen und seltener als alle 2 Jahre bzw. nur bei akuten Beschwerden eine Praxis aufzusuchen. Sehr gut, Max, das war richtig. Sehr gut, von ihm Dank. Ja, beste Unterstützung, 2000 Euro für die beiden, Daumen drücken fürs Finale. Jetzt geht's. Ja. Super. Danke, danke für Max. Viel Spaß bei der Sendung. Danke, ciao, tschüss. Ach, perfekte Unterstützung. Und dann hat er richtig gelöst. Und damit haben wir folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Johannes B. Kerner und Bernhard haben 2500 Euro auf dem Konto. Olli Geissen und Elton haben 2000 Euro auf dem Konto. Und es geht ins Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Fernsehen. Naja, da arbeiten wir nur alle, ne? Wer muss zuerst sagen? Wir beide gleichzeitig. Gehen dieselbe Frage. Ah, wir 2004, wir kriegen es abgezogen. Okay. Das ist das, was die mindestens setzen. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welche dieser ehemaligen Tatortkommissare waren am häufigsten im Einsatz? A. Stöver und Brockmöller in Hamburg. B. Ehrlicher und Kein in Dresden und Leipzig. Oder C. Lürsen und Stedefreund in Bremen. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. Beide Teams haben ihre Antworten eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir haben eine ganz kurze Pause, sind gleich zurück mit der Entscheidung. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Heute bei uns Johannes B. Kerner im Team mit Bernhard Hohecker. Die beiden haben 2500 Euro auf dem Konto. Und Ihnen gegenüber Olli Geissen und Elton haben 2000 Euro erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche dieser ehemaligen Tatortkommissare waren am häufigsten im Einsatz? A. Stöver und Brockmöller in Hamburg. B. Ehrlicher und Kein in Dresden und Leipzig. Oder C. Lürsen und Stedefreund in Bremen. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Johannes und Bernhard haben eingesetzt 1.500 Euro. Olli und Elton haben gesetzt alles. Jetzt gibt's nicht, wenn wir beide recht haben, gibt's ein Stechen. Okay, wow. Wuppi. Für welche Antworten haben sich die Teams entschieden? Team Bernhard tippt auf Antwort A. Team Elton tippt auf Antwort A. Geht es ins Stechen? Ja. Ach, wenn wir beide falsch sind? Stöber und Brockmüller. Ja. Gespielt von Manfred Krug und Charles Brauer. Lürsen und Stedefreund, das waren Sabine Postel und Oliver Mommsen. Und Ehrlicher und Kein, Peter Sodan und Bernd Michael auch Lade. Die waren auch lange, die waren auch lange. Aber Sodan hat schon jahrelang aufgehört. Also. 39 Folgen gab es von dem Duo Lürsen und Stedefreund. Stedefreund. So viel? Oh Gott. Also um genau zu sein, 34 mit Stedefreund, aber 39. Okay. Okay. Sabine Postel. Ehrlicher und Kein in Dresden und Leipzig, 45 Folgen. Oh. Und Paul Stöber und Peter Brockmöller in Hamburg, Manfred Krug und Charles Brauer haben zusammen in 41 Folgen ermittelt. Antwort B ist richtig. Aber dadurch bleiben 1.000 Euro bei Johannes und Bernhard übrig. Und damit geht der Sieg an euch. Ihr habt gewonnen. Da ist 0, da ist 1.000. Das ist nämlich jetzt, wenn er alles setzt.
Da wäre mehr Geld drin gewesen, aber trotzdem darf sich jeder Zuschauer im virtuellen Publikum hinter euch über 17,54 Euro freuen. Immerhin. Ja. Also herzlichen Glückwunsch. Die 17,54 Euro gibt es auch für unsere drei App-Mitspieler, die gewonnen haben. Auch euch herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an Olli Geissen und Johannes Lekerner. Danke an Bernhard und Elton. Und jetzt viel Spaß mit Jörg Pilawa und dem Quizduell. Schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss.